Ich bin gerade etwas entsetzt, weil die Hülle nicht mehr passt. Weil ich jetzt alles nach dem Maß gemacht habe. Und da drüben ist es aber höher. Warum passt es nicht? Der Reinhard, ha? Reinhard, weil es so konisch auseinanderläuft. Ah, ist beim Rohbau wohl doch jeder Zentimeter wichtig? Ja, da in dem Fall wäre es mir schon recht, wenn das genau passen wird. Weiß schon, was er machen muss. Solange er König in seinem Chaos ist, ist ja alles super. Dafür hat Claudia Grund zum Jubeln. Die Mineralwolle ist besiegt. Claudia, jubel doch mal. Das ist die unangenehmste Arbeit gewesen. Juhu! Der Mist ist oben. Aber noch kein Haken auf der Checkliste, denn die Dampffolie fehlt noch. In der Oberlausitz streicht Marina seit über 3 Stunden die Regalbretter im Alleingang. Wie ist denn eure Teamfähigkeit? Ja, also wenn ich jetzt so grob überschlage, wir zicken uns nicht groß an. Sind noch relativ gut drauf und locker. Und wenn er Hilfe braucht oder ich irgendwas hab, dann helfen wir uns. Ich denke doch recht gut. Wenn ich schön brav dem anderen aus dem Weg gehen kann und schön meine Arbeit nachgehen, ist das alles easy. Aber auf engstem Raum. Auch ohne Platzprobleme kommt Markus gewaltig ins Schwitzen. Ist schon anstrengend, schwitzt schon ein bisschen. Also ich freue mich jetzt auf den Gipskarton. Und dann, ja. Und dann, ja, nimmt das Ganze dann Form an, dann sieht es auch aus wie ein Raum. Für das fertige Ständerwerk gibt es nun endlich den ersten Haken auf der Checkliste. Auf zum zweiten Punkt. Wände verkleiden. Und zwar von innen und außen. Naja, also ich finde, das sollten schon beide machen, jo, oder? Perfekt, jetzt noch Abstandshalter drunter und alles ist schön. Selbst ist hier eben der Mann. Warum verlegst du die Platten quer, Markus? Ja, ich habe mich mit dem Trockenbau unterhalten und ja, im Internet mich belesen, Videos geschaut. Die Erfahrung im Trockenbau ist jetzt sicher nicht so üppig, weil sonst hätte er keine Videos anschauen müssen. Dass man die sowohl hoch kann als auch quer verlegen kann. Das ist richtig. Quer haben sie auf jeden Fall eine höhere Steifigkeit. Das ist falsch. Steifigkeit ist vollkommen egal. Es kommt immer auf die Unterkonstruktion an. Basis und Beziehung müssen eben stabil sein. Vor 8 Jahren lernten sich Markus und Marina im Internet kennen. Sie hat mich eingeladen, ob ich kommen möchte. Da habe ich natürlich ja gesagt, weil bei Party machen war ich immer ganz vorne mit dabei. Da habe ich sie gesehen und mich verliebt. Also Liebe auf den ersten Blick? Ja, kann man so sagen. Liebe auf den ersten Blick. Damit seine Liebe einen perfekten Kleiderschrank bekommt, wird Markus die Außenseite später sogar mit 2 Schichten Gipskarton ummanteln. Das nennt sich Doppelbeplankung. Man hat sogar den richtigen Bit, um die Trockenbauschrauben da anzusetzen und richtige Tiefe. Also bis jetzt Werkzeug, handwerklich, Aufbau, Material, Verbrauch und so weiter, alles gut. Also ich sag mal, spätestens heute Abend, 18 Uhr, habe ich eigentlich gesagt, sollte dieses Element hier doppelbeplankt dastehen. Dann wird es Zeit, dass Marina endlich den Pinsel beiseite legt und bei der Plankerei hilft. In München placken sich derweil die Maulwurfs mit der nächsten Schicht ab. Du, Reinhard, ja? Fange ich mit der Dampffolie an, oder? Ja, also da hinten haben wir 85 und da habe ich bloß noch 79 wahrscheinlich. Muss ich jetzt mal messen. Oh. Das ist aber mehr als nur ein Zentimeter, Herr Heizungs- und Lüftungsbaumeister. Passt das trotzdem noch? Ja, ja. Das ist wirklich ausreichende Genauigkeit. Mut zur Lücke. Naja, auf der Checkliste klaffen nicht nur Lücken. Sie ist immer noch unberührt. Dann mal mit Dampf an die Dampffolie. Was ist das? Dampfsperre. Das heißt, Dampfsperre. Atmungsaktiv in die eine Richtung, wasserdicht in die andere. Die Folie verhindert, dass in dem fensterlosen Raum Feuchtigkeit in die Dämmwolle dringt. Sonst könnte sich dort Kondenswasser sammeln und Schimmel verursachen. Das ist Sauarbeit. Das macht schon Spaß. Wenn die Wolle endlich nicht mehr zu sehen ist, dann fühlt man sich auch viel wohler. Sowohl man sich auf allen Vieren ohne Tageslicht eben fühlen kann. Aber sie sind ja Maulwürfe. Sie jetzt auch gerade, ne? Immer in gebückter Haltung. Schreie, ich glaube, es hätte 2 Stunden gedauert und mich hätte die erste Hexe geschossen. Naja, immerhin können die beiden sich in der niedrigen Dachkammer eine Leiter sparen. Apropos sparen. Auf eurem Zeitkonto sind noch 31 Stunden. 5 habt ihr schon verbraucht. Ja, jetzt müssen wir Gas geben, dass wir das fertig bringen. Das ist jetzt ein bisschen Gefummel hier noch. Wolltest du gerade Gepfusche sagen? Na, Gas geben. Ein Gefummel, nicht ein Gepfusche. Das ist nicht Fusch am Bau, das ist Erste Hilfe. Ich mach nie was Pfusch.
Nie. Natürlich nicht. Genauso wie sich dein Duellgegner nie vermisst. Der lässt in Görlitz gerade den Akkuschrauber glühen. Hier hat sich ganz schön was getan. Das ist jetzt die letzte für ihn. Danach Dämmung. Dämmung, genau. Dämmung und bald auch Dämmerung. 6,5 Stunden sind nämlich schon um. Ja, da haben wir ja auch 29,5, ne? Dein Optimismus, ey, das ist echt der Burner. Geil. Ja, klar. Ja. Logisch. Aber. Mensch, toll. Tipptopp. Wir haben noch 26,5 Stunden. Schlafen wird übrigens überbewertet. Wieso denn? Kann ich unter der Woche machen. Okay, gut. Und nun, Ladies and Gentlemen, der vielleicht erste und einzige gedämmte Kleiderschrank. Ankleidezimmer brauchst du überhaupt nicht dämmen, das ist viel zu viel Arbeit. Das ist Quatsch. Und kostet Zeit. Markus, komm mir nicht an, ne? Ach Gott, mir fehlt noch eine Stunde. Die hast du verbraucht mit dem Dämmen. Und außerdem die Kohle, ne? Wo ist denn Marina wieder hin? Dämmwolle macht er alleine. Ja, sie streicht ja wieder. So, wie sieht's da aus hier? Achtung, ja, die Kontrolle. Fertig? Ja. Ey, cool. Ich bin auch gerade mit dem Trockenbau, sag ich schon. No, ah, das wäre schön. Mit der Dämmung fertig. Und Marina mit dem Lackieren. Dafür gibt's den zweiten Haken auf der Checkliste. Nach Ablauf der 36 Stunden muss die komplett erledigt sein. Sonst gibt es Punktabzug. Weiter geht's mit der ersten Lage der doppelverkleideten Außenwand. Und Markus hat mal wieder... Zu genau gemessen. Ich gehe kaputt. Schön vermessen. Gut, dass es nur Gips ist. Schöner wird's dadurch aber nicht. Aber es ist Gott sei Dank ja nur die erste Lage, von der sieht hinterher niemand mehr was. Weil ja noch eine zweite Lage drüber kommt. Ja, sie macht doppelt beplankt. Würde ich eigentlich auch machen. Hm. Und nun? Die nächsten Gipskartons drauf? Als nächstes verspachteln wir jetzt überall die Stöße. Einfach nur, dass, wenn die andere Gipskartonplatte draufkommt, eine richtige Füllung dahinter ist. Ja, aber wenn noch eine Platte draufkommt, kannst du jetzt spachteln sparen, Junge. Stimmt, die Dämmung war doch schon unnötiger Luxus genug. Vielleicht wird es ja doch ein Luftschutzbunker. Bei Claudia und Reinhard sieht es gerade aus, als würden sie einen Tatort absichern. Wichtig ist, dass die Stöße überlappen der Folie und dass sie verklebt werden. Während Claudia weiter Dampffolie macht, schraubt Reinhard die Platten für die Stellwände fest. Damit ist er ruckzuck fertig. Und auch... Dampffolie ist somit beendet. Juhu! Juhu! Denn nun gibt es gleich zwei Haken auf der Checkliste. War ja auch viel Buckelei. Wie liegt ihr im Zeitplan? Es passt eigentlich so. Ich glaube, so ungefähr habe ich es mir auch kalkuliert damals. Wir bauen ja auch kontinuierlich weiter. Also die Isolierung ist drin und die Dampfsperre ist drin und die Stellwände sind aufgestellt mit dem Aufbau und der Isolierung. Jetzt werden die Wände und Decken verkleidet und das will ich noch sehen. Jawohl, und zwar heute noch. In Görlitz geht es Schicht um Schicht mit unnötigen Arbeiten weiter. Ach, du spachtelst. Super. Kann ich dir irgendwas helfen? Nee, gerade nicht. Die Frage ist immer nur, hier, Zeit. Ich hätte ja Spachtel in die Hand gedruckt. Ich bin gespannt, wie lange es heute gehen wird. Ja, mal gucken, wie lange wir hier noch zubringen werden. Wir? Also wenn Markus dich nichts machen lässt, dann er wohl noch lange. Traut ihr das nicht zu, oder? Wahrscheinlich. Für Teamarbeit gibt es aber bis zu 3 Punkte. Und Marina, nimm die Hände aus der Tasche. Drin muss direkt schön werden. Mach ich lieber schnell selber. Das ist auch das Problem, ne? Mach ich lieber schnell selber. Aber da kommen doch noch mal Rigipsplatten drüber. Und schneller geht es alleine schon mal gar nicht. Das freut die Konkurrenz. Teamwork-Punkte kriegen wir mehr. Sollten wir mehr kriegen. Kriegen wir 2 Bonuspunkte. Punkte gibt es vom Experten nach der Besichtigung der fertigen Projekte. Und wie ist bei euch die zweite Lage? Wir wollen heute die zweite Gipskartonplatte noch anbringen. Und dann wird noch mal gespachtelt. Und dann hat sich die Sache für heute soweit erledigt. Macht so viel, wie ihr könnt. Lieber mehr und geht dann erst ins Bett. Denn die Zeit wird gerne unterschätzt. Die Maulwurfs bringen mittlerweile die Latten für die Deckenverkleidung an. Über Kopf in gebückter Haltung, dabei trotzdem noch bei bester Laune. Woran liegt das? Dass wir vieles mit Humor auch nehmen können. Ja? Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Kompromissbereitschaft, genau. In jeder Beziehung. Ja. Na, aber bitte keine Kompromisse beim Heimwerken. Reinhard, du bist immer nur wenige Zentimeter vom Adrenalinkick entfernt, oder? Ich. Oder nicht? Beim Arbeiten immer.
nimmt Form an. Und es hat noch niemand gejammert, dass ihm der Rücken wehtut. Dafür ist keine Zeit. Bohrlöcher für die Elektrik sind jetzt viel wichtiger. Schließlich gibt es hier keine Fenster. Die Maulwürfe brauchen Licht. Sonst vertauschen sie vielleicht noch die Schuhe. Ja, sind wir zufrieden, oder? Ja, also, wir haben ziemlich viel geschafft. Es läuft nur weiter. Wir hören ja noch nicht auf. Nein, wir machen das noch auf. Und dann. Und dann kommt jetzt die Rigips noch hin. Und dann jetzt zuerst noch die Kabel schnell vorbereiten für das Elektrische. Genau. Dann die Rigipsdecke dann fertig machen. Und dann kommen wir dem Ziel immer näher. Gefühlt sind wir von dem Ziel noch weit entfernt. Und wir entfernen uns jetzt auch. Mhm. Wiedersehen. Ciao. Dann schlaft gut. Also, falls überhaupt. Auch die Konkurrenz in Görlitz schuftet noch. Dank Teamarbeit ist das Ankleidezimmer nun doppelt verplankt. Und es gibt einen weiteren Haken auf der Checkliste. Außerdem hat Markus die Verkleidung noch verspachtelt. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, sind die beiden auch schon wieder auf den Beinen. Viel Schlaf hatten die wohl nicht. Guten Morgen. Im wahrsten Sinne des Wortes, guten Morgen. Es ist jetzt 3.30 Uhr. Es ist 3.30 Uhr, guten Morgen. Oh Gott. 3 Uhr morgens. Wir werden mal kurz die Kanten brechen. Komm mal rein, Harry. Oh, das ist noch nicht richtig trocken. Material ist zu dick oder falsches Material? Falsches Material beim Bauduell ist wie Teamarbeit ohne Partner. Was würdest du sagen, wenn ich dir zuschaue, wenn du spachtelst? Würde ich sagen, du faules Drum. Nein. Immerhin steht Marina mit der Kamera treu an Markus' Seite. Am Morgen in München. Dann wollen wir doch mal sehen, ob die Maulwürfe nachtaktiv waren und wie weit deren Bauprojekt gediehen ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Täglich kriegt das der Maulwurf. Kommt rein, ich bin gerade beim Kaffee machen für die Claudia, die ist schon wieder oben beim Arbeiten. Und du? Ja, geht schon ganz gut soweit. Bisschen zu wenig schlafen, aber passt schon. Da kann man mal den Umfang des Projektes sehen. Die haben ja schon viel geschafft, aber ist immer noch nicht viel. So vom ganzen Projekt her. Dann lasst mal sehen, was ihr alles geschafft habt. Was haben wir heute Nacht geschafft? Wir haben alles beplankt. Genau. Bis oben hin. Das da hinten haben wir jetzt vorbereitet, das müssen wir jetzt dann gleich noch machen mit dem Ansatzgips, dass wir diese Wände hergestellt kriegen. Genau. Claudia ist in der Zwischenzeit schon wieder beim Spachteln. Mann, die haben auch gespachtelt. Ihr wolltet ja eigentlich nachts mit dem Spachteln fertig sein. Ja, also die Kraft ist irgendwann ausgegangen. Das Leben ist kein Ponyhof. Bei mir dann die Knie weh von der ewigen Rumrutscherei. Ja. Reinhard muss aber weiterrutschen, denn noch fehlen Gipsplatten für den Haken auf der Checkliste. Mal schau, endlich mal einer mit der Dreieckskelle. Und damit umgehen kann er sogar auch noch. Aber gerade, ne? Na, wenn das mal kein Zufall war. Mega! Gerade. Ja. Wände verkleiden haben wir dann erledigt. Und damit erledigt sich auch ein weiterer Punkt auf der Checkliste. Bleiben noch vier. Ob die Konkurrenz in Görlitz dann mithalten kann? Fleißig sind sie ja schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wie ist es euch ergangen? Schatz, wie fühlen wir uns? Gut. Gut. Gut, es läuft ja. Wir arbeiten ja. Ja, Laune ist gut. Ja, Stimmung ist nach wie vor noch ganz gut. Denke ich schon. Wir wollten oben weitermachen, aber das können wir euch dann gleich noch mal zeigen. Das ist noch nicht richtig getrocknet. Deswegen müssen wir jetzt warten. Und bevor wir warten und nur rumstehen oder uns ausruhen, haben wir gesagt, dass wir schon mal runtergehen, die ganzen Stempel quasi schneiden für die Einlegeböden. Ja, die Trocknungszeiten. Die haben schon so manchen Heimwerker bei Schraubensägen Siegen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann zeigt doch mal her euer Nachtwerk. Da haben wir auch so eine Kante quasi eingearbeitet und dort ist halt relativ viel Spachtelmasse dahinter. Und deswegen muss das halt ein bisschen länger trocknen. Und abgeschliffen werden. Oh Gott, da nimmt man eine Maschine für, Junge. Und wenn man keine hat, die Gattin zur Hilfe. Das ist eine Arbeit, die kann Marina machen. Markus, du musst dich um die Regale kümmern. Du hast keine Zeit.